Kennen Sie das? Ihr Hund zeigt irgendeine Form von Fehlverhalten. Er zieht an der Leine oder er bellt am Zaun. Er rammelt vielleicht andere Menschen an, bettelt am Tisch. Es gibt so viele Möglichkeiten von Verhalten, das uns als Menschen nicht gefällt. Und häufig gibt es Empfehlungen, dieses Fehlverhalten zu trainieren. Es gibt gute Empfehlungen und es gibt natürlich auch schlechte Empfehlungen. Es gibt immer noch Trainer, die empfehlen, zum Beispiel eine Rütteldose zu nehmen, um den Hund zu erschrecken. Oder dass man Discs nach dem Hund wirft, dass man mit der Wasserflasche den Hund ansprüht, dass man beim Ziehen von Hunden an der Leine einfach ein Stachelhalsband einsetzt. All solche Empfehlungen gibt es. Aber sinnvoll sind sie nicht. Setzt man solche Hilfsmittel ein, bringt man zwar den Hund dazu, das Verhalten zu unterbrechen. Jedoch löst das das Problem des Hundes nicht. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich an den Symptomen. Und das ist selten eine gute Idee. Könnten die Hunde entscheiden, sähe ihr Training sicherlich anders aus. Sie wären wohl die Ersten, die Dinge wie Stachelhalsband, Sprühhalsband, Wurfscheiben entsorgen würden. Sie bisher eine Rüttelflasche eingesetzt? Wunderbar! Nutzen Sie das Geld, was Sie darin angespart haben, für gutes Hundetraining. Sprühflaschen können Sie ab sofort einsetzen für Ihre Pflanzen. Und wenn Sie einen Hund haben, der stiehlt, überlegen Sie, ob das nicht sogar für den guten Zweck war. Wenn Hunde entscheiden könnten, dann würden sie sich gute Hilfsmittel im Internet bestellen. Und? Hat es schon Klick gemacht?